1. Februar, das heißt Zeit für eine neue Challenge. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gelesen. Bocky und ich stellen uns einer krassen Lauf-Challenge, die diesmal bestimmt nicht was für jedermann ist. Aber wir wollen einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben so ein bisschen abgeguckt. Wir haben es im Dezember bei Run Skills gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es genannt haben. Adventskalenderlauf oder sowas. Also Ziel ist es, am 1. Februar 1 Kilometer zu laufen, am 5. Februar 5 und so weiter, bis wir bei 28 ankommen. Die letzte Woche wird ein bisschen krass mit 175 Kilometer. Keine Ahnung, ob wir da heile rauskommen. Heile rauskommen werden wir. Wir werden es vorsichtig angehen. Wir werden vorher noch mit Experten sprechen. Zwischendurch mal mit dem Physio, mit dem David. Auch in Behandlung gehen da mit Sicherheit und schauen, dass wir das verletzungsfrei durchkriegen. Und sobald irgendwas zicken sollte, werden wir natürlich auch das Ding abbrechen und das auch hier mitteilen. Also wir gehen diese Challenge an. Wir haben es im Blog schon geschrieben. Das ja, ihr Video seht ihr jetzt wieder nachher, aber sucht euch eigene Challenges und muss keiner mitmachen, diese Bekloppte. Ich muss heute noch 1 Kilometer laufen. Das kriege ich, glaube ich, hin. Vielleicht ist das sogar mit das Schwerste mit der letzten Woche, sich zu motivieren, umzuziehen. Für 1 Kilometer, das mache ich jetzt mal schnell und dann geht's los. 1 Kilometer rennen. 500 Meter raus und zurück. Here we go. Ich bin umgezogen. 1 Kilometer laufen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Uhr um, damit ich es auch tracken kann und nachweisen kann, dass ich den Kilometer gelaufen bin. Und dann geht es heute los. Ich bin zuversichtlich, dass die erste Woche ganz okay wird. Wir nehmen euch, oder ich nehme euch jede Woche mit. Jede Woche gibt es ein Video, ein Vlog hier. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Also, ich bin auf 1K Run. Da sieht man es, 1,01 Kilometer. Also, geschafft. Der erste Tag ist um. Und ja, schwierig nur 1 Kilometer zu laufen. Gerade nach dem Wochenende mit Flo Neuschwander, wo der 100 Kilometer auf dem Laufband geballert ist. Das war eine richtig geile Sache. Nochmal Glückwunsch, Flo. Hammer, dass wir dabei sein durften. War richtig, richtig fett. Morgen geht's weiter. 2 Kilometer. Und ja, im Laufe der Woche, wie gesagt, nehmen wir euch auch nochmal mit zum Physio und geben ein paar Tipps, wie man sowas verletzungsfrei überstehen kann. Zumindest hoffe ich, dass David da ein paar Tipps für uns hat, dass wir es schaffen. Also, bis morge. Tag 2. Heute werden es schon doppelt so viele Kilometer wie gestern. 2 an der Zahl. Regnet leicht, aber bei 2 Kilometern kein Problem. Jacke an, los geht's und heute Morgen schon Day 2 verhaften. Hier ist der Beweis, 2 Kilometer, 4,48er Pace und 12 Höhenmeter. Tag 2 erledigt. Am Donnerstag sehe ich wahrscheinlich einen David und dann, wie versprochen, gibt es hoffentlich ein paar Tipps. Und ich habe mir vorgenommen, auch jetzt schon anzufangen mit Massagegun, Blackroll, Wechselbädern, was auch immer, dass ich versuche, das schon von Anfang an zur Routine werden zu lassen, dass ich da gar nicht rauskomme und das also ein kleines Mobility-Warm-up vor jedem Lauf und irgendwie Recovery-Session danach, dass ich das sofort mache, von Anfang an, um reinzukommen, um dann diese Challenge durchzustehen. Frisch aus der Dusche raus, für 3 Kilometer hier umgezogen, geduscht. Ja, irgendwie ein bisschen weird, habe ich glaube ich sonst noch nie gemacht, aber was macht man nicht alles? 3 Kilometer brav durchgezogen, nicht mehr, nicht weniger. Morgen geht es dann Kilometer 4 und ja, nach Tag 10 fängt es dann an, interessant zu werden. Super lustig ist, ich fange jetzt schon bei 3 Kilometer an, so richtig in den Körper reinzuhören. Zwickt es irgendwo oder tut es irgendwo so ein bisschen weh? Oder da ist am Knie ein bisschen vielleicht oder da ein bisschen im Fuß. Also ich habe echt schon Schiss, ob ich das Ganze so durchziehen kann, weil ja, eure Kommentare waren natürlich auch. Wir haben es ausgerechnet, die letzte Woche sind 175, jetzt schreiben es nochmal alle, da kommt man echt ins Grübeln. Aber schauen wir mal, ob es klappen wird. So Leute, heute 4 Kilometer schon erledigt, wie versprochen. Ich bin beim David und habe 3 schnelle Fragen an ihn, wie ich das irgendwie durchstehen kann. Oder vielleicht sagt er mir auch, lass es lieber ganz sein. Also die erste Frage an den Kollegen war, was kann ich zu Hause selber machen, um zu regenerieren? Regeneration. Also zum ersten Mal vorweg ist es dann vielleicht so ein bisschen eine Art Jackass fürs Triathlons, den Nick gerade hier ausprobiert. Das, was wir vorwegnehmen, ist, dass wir nicht mehr als 10-15%, maximal vielleicht 20% der normalen Steigerung, also Trainingssteigerung haben möchte. Das heißt, zu Hause am besten gefühlt auf so einem E-Scooter die ganze Zeit unterwegs sein und so wenig wie möglich belasten.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr Tage habt. Und ja, von der generellen Empfehlung, versucht eure wöchentliche Leistung nicht mehr als 10 bis maximal 20% zu steigern. Das hilft jetzt aber mir nicht. Okay, ich versuche David noch mehr rauszulocken. David, ich mache es ja trotzdem und das ist eine viel zu hohe Steigerung und ich weiß, du sagst, ich soll es eigentlich sein lassen. Aber was kann ich machen zu Hause? Black Roll, Massagehammer, Dehnen, also ich brauche irgendwas, was mich unterstützen könnte. Dafür muss man den Schmerz erstmal verstehen. Schmerz ist eine gewisse Warnfunktion, dass es halt eine Überlastungssituation ist. Das heißt, wie eben schon gesagt, so viel Gegenwirken von einem Reiz. Das heißt, was da gewisserweise auch hilft, ist halt viele Eisbehandlungen, dass du einfach diese Entzündungsreaktion versuchst gering zu halten. Und ja, die ganzen anderen passiven Maßnahmen oder aktiven Maßnahmen, die du zur Erholung genannt hast, wie Black Hole und sonstiges und Co., kann man natürlich machen. Das ist dann so auf dieser Belastung-Belastbarkeitsebene. Aber wenn das Gewebe überlastet ist, wird es dann irgendwann überlastet sein. Okay, heißt für mich, ich roll viel, hämmer viel und mache einfach ein paar Eisbäder. Die erste Woche geht, glaube ich, nicht, aber ich glaube noch, aber in der zweiten oder dritten komme ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag zu dir und versuche noch mehr rauszuleiern. Mir geht es vor allen Dingen darum, auch zum Physio zu gehen, wenn es irgendwo zirpt, dass David dann auch vielleicht irgendwann sagt, Junge, bis hier und nicht weiter. Medizinisches betreutes Selbstexperiment, oder? Ja, genau. Ein überwachter Jackass. Genau. Und vielleicht gibt es sonst für den anderen Fall Bock'n'Roll Physio. Hast du da wen im Kopf oder können wir auch nochmal eine Folge machen? Bock'n'Roll Physio. Wenn es weh tut, mach weiter. Vielleicht noch ein paar Drop-Jumps oder ähnliches machen, wenn es richtig weh tut. Ein paar exzentrische Belastungen. Damit es schnell vorbei ist. Genau. Ja, brauchst du noch weitere Tipps bei dem One ins Verderben? Ich glaube, das reicht erstmal. Die Sache nehme ich mit für die erste Woche. Ich fange ab morgen schon an mit Eistonne. Wechseldusche oder nur kalt? Um die Entzündungen zu reduzieren, brauchst du die Kälte nach der Belastung. Also nur Kälte, keine Wärme. Ich dusche nur noch kalt ab jetzt. Danke, David. Tag 5 ist um. 5,02 Kilometer, 4,41er Schnitt. Und ich habe gerade direkt schon den ersten Tipp von David gestern umgesetzt und meine Oberschenkel und Waden schön mit kaltem Wasser behandelt. Also ich fange direkt an, alle Regenerationsjoker zu ziehen. Schon bei 5 Kilometer, obwohl nichts wehtut. Aber ja, wie gesagt, ihr habt mittlerweile mitbekommen, ich habe echt Respekt vor der Challenge, vor allen Dingen vor den letzten 10, 12 Tagen. Und tue jetzt schon alles, um das irgendwie zu überstehen. Mehr Spannendes gibt es noch nicht die Woche, noch keine Fehltritte passiert, noch nicht zu lang gelaufen, noch nicht viel zu schnell gelaufen, obwohl 4,41 kann man auch schon sagen. Vielleicht laufe ich morgen lieber 5er Schnitt, um ganz auf Nummer sicher zu gehen und ja, dann wird es langsam wieder ein bisschen mehr laufen. Das hat sich heute schon wieder so ein bisschen so angefühlt, 5 Kilometer schon mal geiler als irgendwie sich für 1, 2, 3 Kilometer umziehen. Also jetzt kommen eigentlich die schönen Kilometer 6 bis 15, da habe ich richtig Bock drauf und danach schauen wir mal, was passiert. Tag 6 auch rum, nur noch ein Tag morgen mit 7 Kilometern, dann ist die erste Woche rum. Ja, es ist echt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Ich hoffe, das war nicht zu viel, oh, und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer, sondern es war irgendwie halbwegs spannend. Morgen gucken wir uns nochmal die Woche an und dann ab Montag geht es mit 8 Kilometer los. Dann wird es langsam schöner, oder was heißt schöner? Es war auch so schön, aber langsam anforderungsvoller. Irgendwie so, also schwieriger. Bis dahin, bis morgen, tschö. Die erste Woche ist rum und es sind sage und schreibe. Ich weiß nicht so, mal das Licht anmachen, damit ihr es seht. Sage und schreibe 29 Kilometer zustande gekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer, ihr wisst. Und ab morgen geht's los, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 für die zweite Woche. Hier nochmal ein bisschen Werbung machen. Ich ziehe mir jetzt noch jegliches Regenerationsgetränk jetzt schon rein, direkt nach dem Lauf für nächste Woche. Da wird es dann schon ein bisschen spannender. Ich glaube, die nächste Woche wird noch total okay und eigentlich auch ganz geil. Also 8 bis 14 Kilometer laufen. Und dann ab der dritten Woche wird es wirklich, wirklich interessant. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in dieser ersten Woche schon gesagt habe, dass das jetzt wenig war und dass es dann wirklich interessant wird.
Ich hoffe, dass es dann auch wirklich interessant wird. In diesem Sinne, tschö, schönen Sonntag euch und bis nächste Woche.